Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Z. So, wir waren hier. Ja, ich weiß, ziemlich groß. Ja, wir wollten ja zu Bulma gehen, die schon ready, Alter. Die schon so ready. Das guckt an, wie ready. Die ist durchsichtig. Wie ready die ist. Ja, okay, die hat uns gesucht. Yanni? Hm? Ja, was ist los, Bulma? Ja, Namek und so. Ja. Raumschiff. Natürlich, will dir einige Teile. Hirn, ein Hirn zum Beispiel. Ehre. Natürlich, und sowas wie Grillen fliegt hier nicht rum, oder? Oder schmiert er sich gerade mit Haargel ein? Aber wir machen das. So, die braucht ein Schweberitt. Ist das ein Schweberitt? Ja, Schweberitt. Ein Molluskium. Ein Molluskium. Molluskium, wie auch immer das ausspricht. Und ein Terrifyt. Terrifyt. Weißt du, was ich? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe die drei Sachen noch nie in meinem Leben gesehen. Benutze im Feld LB, um deine Umgebung nach KI abzusuchen und zu entdecken, wo du Materialien und andere Gegenstände finden kannst. Wenn du Materialien entdeckst, leuchtet sie entsprechend schnell auf. Die Farbe eher gelb. Gelb sind Tiere und Obstbäume, rot sind seltene Tiere, lila zerstörbare Kisten, Felsen und andere Objekte. Ehre. Okay. Ja, schönes Auto. Ich denke mal, das sind keine gelben Teile, wo wir jetzt suchen, sondern schon rot oder lila. Medaille. Okay. Ich glaube, hier hoch kann ich nicht, oder? Gohan! Oh, Silberherz.
Ja, Ehre. Komplett vernichtet. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Medaille. Er hat wieder Hunger, natürlich hat er Hunger. So, Schwebberitt. Könnte das Teil sein? Jawohl, Molluskium oder wie das auch heißt. Jawohl! Da haben wir doch alle. Hey, du Lappen! Ja, so gehört sie's doch. Dachte schon, was kaputt gemacht. Aber nee, alles gut. Alles gut. Ja, ja, es ist auf die Minute. Keine 10 Minuten gebraucht dafür. Du hast Bulma Folgendes gegeben. Benötige Materialien. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich verstehe. Oh, wir haben Bulma. Hatten wir die schon mal? Ah, als Community-Anführer. Endlich. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die bei der Entwicklung helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du die Stufen und Fähigkeiten deiner Fahrzeuge verbessern und die Entwicklungskosten von Teilen reduzieren willst. Ich glaube.
Ja. Ich würde mal sagen, wir hauen einfach mal geniale Frau und selbsterklärtes Genie. Natürlich nehmen wir auch alle anderen noch mit. Ciao! Ja, also die ist auf Stufe 4. Ja, da haben wir leider noch keinen. Stufe 3, Stufe 5. Ja, der... Ich glaube, ihn hau ich auch dorthin. Das ist ein Unterschied? Nicht, oder? Nee. Macht keinen Unterschied, in Ordnung. So. Haben doch wieder was geschafft heute, ja? Okay. Okay. So. Bevor wir jetzt mit Bulma reden, schauen wir natürlich. Ja. Ob wir noch eine Nebenmission haben oder. Aber ich glaube, es gibt noch zwei. Diese Icons, Community Icons da, ich nenne sie einfach Icons. Zum Beispiel, es gibt nämlich noch Tao Bai Bai und der andere, den wir in der Stadt gesehen haben bei der Yangchu Mission. Ich frage mich halt, wie wir die bekommen. Boah, Ehre, Alter. Ausschaut, haben wir keine Nebenmission mehr. Aber ich frag mich, wie man die bekommt. Weil beim... war das hier drin? Genau hier. Da oben fehlen uns noch zwei Fragezeichen. Da kommt zu 100% Tao Bai Bai rein und ja, der Meister von Tenshin Han, weil die Rest kommt Tao Bai Bai, weil der ist dann halt bei Fall zum Son Goku hinter. Und der andere, ich weiß nicht, wie er heißt. Shen? Heißt er Shen? Die haben wir ja in der Stadt gesehen, aber ich weiß nicht, warum wir noch nichts machen können. Das sind sie doch. Ja. Irgendwas muss man mit denen machen. Vielleicht muss man ein bestimmtes Level sein. Ich habe keine Ahnung.
Hier war doch gerade irgendwo ein lila. Ball. Okay. So. Also ich weiß nicht genau, wie man das schafft, dass die Idioten mal mit dir reden. Ja. Aber vielleicht muss man irgendwas machen. Vielleicht redet ja Son Goku auch erst mit denen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können jetzt mal weitermachen. Weil, ja. Weil sonst gibt's hier nichts mehr. Ja, Alter, mach doch hoch. Mittelebenenbereich. Gibt's eine Dino-Party? LOL. Okay. War das jetzt alles an Dinosaurier-Party, Alter?
Okay, man findet nur einen Dinosaurier. So wie da auch. Ich glaube, wir gehen erstmal mal dahinter, weil da waren wir noch gar nicht. Ich glaube, da können wir echt mal noch mal kurz mal rein düsen. Weil ich glaube, wir waren da noch nicht. Boah, ist das ruhig, Alter. Ach, das ist wieder so ein Zeitding, oder? Alter, es ist so ruhig. Erinnerungsorte zu kaufen? Nee. Die suchen wir lieber selber. Könnt mir vorstellen, dass hier eine ist. Wie ich es gewusst habe. Bora wird skrupellos von Taubabai umgebracht. Einen von der Red Ribbon Armee angeheuerter Profi-Attentäter. Und es noch schlimmer zu machen, stiehlt Taubabai auch noch Son Gokus Dragon Balls. Obwohl er verloren hatte, konnte Son Goku dank des 4-Sterne-Dragon Balls, den er immer noch bei sich trug und den tödlichen Schlag absorbierte, den Tod entgehen. Da er Bora wiederbeleben und die gestohlenen Dragon Balls zurückholen möchte, begibt sich Son Goku zum Meister Kryteturm. Er hofft dort Zugang zum heiligen Wasser zu erhalten und seine Stärke mehrfach zu erhöhen. Also beginnt er einen Ausstieg, den bislang aufgrund mangelnder Kraft noch niemand bewältigen konnte. Ehre. Da ist er doch, oder? Das ist... Bora. Ehrenmann. Okay. So, da oben ist auch noch eine Kugel. Ja, nimm mal alles mit. Olong, was machst du denn hier? Okay, Ach, geh mir auf den Weg. Nicht deine Scheiße nicht machen. Hab dich. Und dich auch. Ja, und du auch.
Hoppla. Ja, meistens ist es eh nur die Medaillen, aber... Können wir schon mitnehmen. Schaden tut es nicht. Müssen wir noch stärker werden, um da durchzukommen, ja? Da ist noch einer. Son Gohan, was hast du getan? Er zerstört einfach alles, der Kerl. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Quittenturm, oder? Oh, da hinten ist noch einer. Guck, was uns da oben erwartet. Vielleicht ein paar neue Medaillen. Aber Meister Quitte haben wir doch schon, oder? Ja, er hat es nicht nötig hochzuklettern. Meister, er flieht einfach hoch. Nachdem er gegen den Mondkönig Piccolo verloren hat, steigt der stark geschwächte Son Goku mit Yajirobis Hilfe erneut den Meister Quitte-Turm hinauf. Meister Quitte lässt Son Goku eine Senso-Bohne essen, die ihn sofort wieder auf kampfbereit macht. Entschlossen erneut gegen den Mondkönig Piccolo anzutreten, bittet Son Goku Meister Quitte, ihn zu trainieren. Ehre. Senso-Bohnen, ein Leben lang. Ja, Ehre. Ich glaube, wir haben... Was war das für eine nochmal? Entwicklung und Gott. Nice. Und Gott. Yay. Ich tue den mal oben hin. Dass wir mehr Platz haben. Son Gohan kann mal wieder was zu essen verdauen, glaube ich, oder? Heili Libolade. Ja, hau mir lieber erstmal die einfach rein. Okay, verkaufen. Üppige Sesamgelöse. So. Haben wir was gegessen? Ich kämpfe nicht mehr. Was? Machi Busager? Hä, bitte was? C8? Ach, genau, C8. Spoiler! Spoiler! Hä? Hä? Wie kommt denn die jetzt daher? Müsste mal geben.
Ja, ich bin schon durch, aber ich bin jetzt mal bei Majin Buu Saga und so. Ja, also, wir sind jetzt bei der Buu-Saga auf einmal. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Bulma Majin Buu bekommen habe. No. Achte auf deine Grenzen, ja geil. Finde ich cool, dass man gleich hochgehen kann. Das ist natürlich realistisch gemacht. In the Hall of the Gods wurde aktualisiert. Also neues Lied. Aber bevor wir da erstmal alles erkunden und so, das machen wir in der nächsten Folge. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wieder schauen, reingehauen. Bis zur nächsten Folge.